Hallo meine Liebe, heute geht es um meine Blush-Sammlung. Es ist ein weiterer Teil meiner Schminksammlung, die ich schon angefangen habe. Ich verlinke einmal unten in der Videobeschreibung die Playlist dazu. Und fangen wir doch einfach direkt mit den Blushes aus der örtlichen Drogerie an. Als erstes habe ich hier von Rival de Loop aus der Love You More LE, die gab es letztes Jahr Valentinstag, glaube ich. Ja. Und das ist ein Baked Blush in drei unterschiedlichen Farben. Er beinhaltet 6 Gramm. Leider ist er nicht mehr erhältlich. Und ja, sie enthalten viel Schimmer. Ich würde ihn auch immer nur gemischt auftragen. Und so sieht der Swatch dazu aus. Ja. Ich finde ihn ganz hübsch. Leider habe ich ihn noch nicht viel verwendet, wie man auch unschwer erkennen kann. Und ja, er ist recht schimmrig, weswegen ich ihn eher so als Topper verwenden werde. Und nicht als einzelnen Blush, weil dann wird es mit Highlighter viel zu viel Schimmer für mich. Und ja, so wird er dann demnächst verwendet. Machen wir weiter mit einem Produkt, das mir vor einiger Zeit mal zugeschickt wurde. Und zwar ist es von Essence aus der Me and My Umbrella LE, der Blush in You Can Stand Under My Umbrella. Und der sieht so aus. Es ist ein Alltagsrosa. Das Fändchen habe ich künstlich erschaffen. Also es ist kein offizieller Hit the Pan. Ich wollte einfach mal sehen, wie viel Produkt noch drin ist. Und ja, durchs Neupressen ist er ein bisschen pudriger geworden und gibt dadurch auch ein bisschen mehr die Farbe ab, habe ich festgestellt. Ja, es ist wirklich ein Alltagston, den ich wirklich regelmäßig trage. Zumindest die letzten Monate habe ich ihn täglich verwendet. Und ja, auch den gibt es leider nicht mehr. Aber das ist wirklich mein Blush-Beuteschema, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich, wenn er irgendwann mal leer sein wird. Dann weiterhin von Essence habe ich den Mosaic Blush in der Farbe 40, The Berry Connection. Und ja, er hat halt so eine Mosaikprägung. Ja, in verschiedenen Rosastufen. Ja, ich mische ihn auch hier immer komplett. So sieht er aus. Also er erinnert dem LE Blush wirklich sehr. Also die Farbe findet man immer wieder in der Drogerie. Viel habe ich ihn auch noch nicht verwendet. Ich weiß auch nicht, ob es die Mosaik Blush immer noch gibt. Das werde ich nachschauen und dann unten in der Infobox ja, notieren. Und ja, aber er ist eigentlich sehr schön und sollte demnächst wirklich mal mehr verwendet werden. Allgemein muss ich ein bisschen mehr rotieren bei meinen Blushes. Und der letzte Essence Blush ist der Matte Touch Blush in der Farbe 20 Berry Me Up. Es ist auch wieder so ein Alltagsrosa in matt. Und ja, er ist ein bisschen dunkler als die anderen beiden hier. Und ja, es ist ein Alltagsrosa. Ich hatte davon noch einen, der lag bei meinem Freund, den musste ich jetzt allerdings entsorgen, weil der Deckel kaputt gegangen ist. Und dann habe ich ihm gedacht, komm, kämpf dich damit nicht ab, nimm einen anderen, du hast genug. Und ja, auch bei dem schaue ich nochmal nach, ob das Sortiment ihn noch hat. Ich meine, die sind rausgegangen. Aber ja, auch den Farbton findet man immer wieder in der Drogerie. Dann gehen wir weiter in den Drogerietheken. Und zwar habe ich von P2 den Glow Touch Compact Blush in der Farbe 01 oder 010. Touch of Berry. Ich weiß nicht, wie sie immer auf Berry kommen, aber ja.
Ja, sieht so aus. Ist auch wieder ein Alltagston. Der war mal in einem Tauschpaket mit einer anderen Instagramerin und ja. Alltagston. So sieht man ihn besser. Mit leichtem Schimmer. Aber ja. Ich schaue, ob ich ihn demnächst verwende oder ob er dann meine Sammlung verlassen wird. Ich greife wirklich nicht zu ihm. Ich habe ihn, glaube ich, bisher kein einziges Mal auf der Wange verwendet, sondern immer nur geswatcht. Das ist ein Zeichen, dass ich ihn entweder mehr verwenden möchte, beziehungsweise sollte, oder er meine Sammlung einfach verlassen wird. Weiter geht es mit drei Trended Up Blushes. Da habe ich einmal die Farbe 025. Ist auch ein Rosa mit goldenem Schimmer drin. Ja, so ein bisschen kann man es erkennen. Und ja, die finde ich eigentlich ganz angenehm. Sind auch schön pigmentiert. Moment, da. Ein bisschen kräftiger pigmentiert und so. Finde ich ganz angenehm. Den habe ich zwar auch noch nicht verwendet, aber andere von Trended Up. Zum Beispiel die Nummer 30. Auch wieder Alltagsrosa. Das ist einfach das, was ich am meisten trage. Den habe ich tatsächlich auch ein bisschen öfters verwendet. Und ja. Hat keinen Schimmer. Das finde ich ganz angenehm, aber sonst ähnelt er der 25. Sehr und ja, ist ein wenig in Verwendung gewesen. Und einen etwas kühleren Blush habe ich in der Farbe 050. Alltagsrosa. Halt ein bisschen kühler. Und ja, auch hier weiß ich nicht zu 100%, welche von denen noch im Sortiment sind. Deswegen auch nochmal den Hinweis, einfach in der Videobeschreibung vorbeischauen. So, ganz außen, hier ist die 025, die 030 und die 050. Ich finde, die 050 ist ein kleines bisschen kühler als die 30. Ja, aber ansonsten ähneln sie sich sehr stark. Ich probiere den nächsten da auch wieder vielleicht bei ein, zwei Hit with Pan zu erreichen. Und dann mal schauen, hier sind insgesamt 5 Gramm drin. Und die werden wahrscheinlich wieder Ewigkeiten halten. Machen wir weiter mit NYX. Da habe ich zwei Blushes aus der High Definition Blush Kollektion. Einmal die Farbe 18 Crimson. Das ist, ja, unschwer erkennbar ein Knallrot. Ich weiß nicht, warum ich ein Knallrot haben wollte, aber es ist mal was anderes. Und ja, er ist sehr gut pigmentiert. Da braucht man wirklich eine sehr leichte Hand für. Ich habe ihn selbst, glaube ich, ein- oder zweimal auf den Wangen verwendet. Das war's, weil es halt doch schon krass ist. Aber vielleicht komme ich ja demnächst mal dazu. Und die andere Farbe ist die Farbe 19 Hamptons. Auch wieder ein Alltagsrosa, den hatte ich mir im November in Berlin gekauft. Im NYX Store. Und ja, im Gegensatz zum Rot ist er nicht ganz so stark pigmentiert. Der ist hier. Und halt klassisch Alltagsrosa. Verwende ich am liebsten. Und ja, muss ich halt auch wieder mehr verwenden. Aber es ist halt bei allen meinen Blushes und allen anderen Produkten der Fall. Das waren die, so, das waren die Blushes aus der örtlichen Drogerie. Dann habe ich jetzt noch drei Stück, die Drogeriepreise haben, allerdings nur übers Internet bisher bestellbar sind. Und zwar zum einen sind das diese zwei Blushes von LA Girl. Und das sind die Just Blushing
Blushes. Einmal in der Farbe Just Peachy. Meine Meerschweinchen drehen durch. Alles klar. Ja, wie der Name schon verrät, es ist ein Peach Blush. Das ist auch, glaube ich, mein einziger Peachy Blush, den ich habe. Und ja. Ohne Schimmer, matt. Ich hoffe, man kann. Ja, da kann man es ein bisschen erkennen. Und ja. Auch wenig getragen bisher. Ne? So. Dann habe ich jetzt andere Farbe. Jetzt kriege ich die nicht auf, doch. Just Rosy. Ja, Alltagsrosa. Was soll ich dazu sagen? Auch der ist matt und ja, trage ich sehr gerne und sind auch gut pigmentiert. Und dann ein kleines Verpackungsopfer-Highlight ist von Milani der Powder Blush in Blossom Time Rose, weil er so eine wunderschöne Rosenprägung hat. Und Hauchschimmer ist auch drin. Zumindest wirkt es jetzt so bei mir auf der Hand. Und ja, es ist wie die restlichen Blushes. Ein rosa. Ich probiere nochmal den Swatch aufzubauen. Ja, Alltagsrosa trage ich sehr gerne. Und ich meine, die Prägung hält super lange. Also man kann immer noch deutlich erkennen, dass die Rose da ist. Meine Freundin hat den auch und inzwischen, sie benutzt ihn fast täglich, trägt sich so die oberste Schicht der Rose ab. Also mit dem Produkt hat man viel, viel Spaß. Hier sind 17 Gramm drin. Das ist ja fast dreimal so viel, also es ist mehr als dreimal so viel als in einem Trended Up Blush. Das ist krass. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, damit sind die Drogerie-Blushes auch schon durch. Ich dachte mal, ich hätte ein bisschen mehr Blush, aber scheinbar nicht. Da konnte ich mich wohl besser zusammenreißen als bei Highlightern oder Lippenstiften. Kommen wir jetzt auch zu den High-End-Blushes. Da habe ich einmal von Ofra Cosmetics den Candy Apple Blush. Das ist ein 4 Gramm Blush und ja, von der Verpackung her erinnert es mich so ein bisschen an die MAC. Aber zum Vergleich mit dem Ofra Highlighter finde ich die Verpackung nicht ganz so schlimm billig. Klar, sieht auch nicht so schön aus für den Preis, aber das haben sie jetzt hier geändert. Und auch das ist wieder ein Alltagsrosa, ein bisschen stärker pigmentiert und ja, auch von mir nicht viel verwendet bisher. Wenn man unterwegs ist, hat man sogar einen kleinen Spiegel. Ja, muss ich mehr verwenden, damit ich das Geld wieder rausbekomme. Und ja, mal schauen, wann er das nächste Mal in der Videobeschreibung vorhanden ist, weil ich werde demnächst mein Make-up auch dort verlinken. Habe ich noch zwei Blushes von Tarte Cosmetics. Einmal in der Reisegröße bzw. in der Mini-Größe und einmal in der Full-Size. In der Full-Size sind 5,6 Gramm drin und in der kleinen sind 1,5. Und die kleine Größe ist die Farbe Harmony. Der sieht so aus, den hatte ich ja auch schon mal in meiner Tarte-Bestellung. Die verlinke ich euch hier oben nochmal. Und ja, er ist auch eher ein bisschen auf der peachigeren Seite. Also auf dem Orange-Peach. Trotzdem halt wirklich schön für den Alltag. Ohne Schimmer. Und ja, ich weiß von Project Pennern, die diese Blushes versuchen zu pennen, es dauert Jahre. Gefühlt. Also, sie sitzen da 7 Monate lang ohne irgendwas
an Fortschritt zu haben. Deswegen würde ich mir demnächst auch wirklich noch die Kleinen kaufen, weil ich Ewigkeiten brauchen werde. Und der Full-Size Blush, den ich habe, ist in Desolate. Ich glaube, der war reduziert auf der Internetseite, deswegen hatte ich ihn mir geholt. Und er sieht so aus, es ist eher mehr pink und bei mir dreht sich das Fändchen komplett. Also ich kann das komplett rumdrehen, aber ja. Am Anfang wirkte er auch, als ob er wirklich viel Schimmer drin hat, aber ich glaube, das war nur die oberste Fläche. Farbabgabe ist nicht ganz so gut, aber auch hier Alltagsfarbton. Sie ähneln sich sehr stark, aber ich finde, der wirkt ein bisschen aschiger, kühler als Desolate. Und ja, muss ich auch wieder mehr verwenden. Kam ich bisher noch nicht zu, aber so, Verpackung finde ich auch ganz hübsch. Das letzte Produkt ist das Jouer Flower Bouquet. Bouquet in Flirt. Das ist wirklich Verpackung Goal, finde ich. Er sieht so aus. Ich hoffe, jemand kann es erkennen. Und ja, der kam allerdings ein bisschen kaputt bei mir an. Und zwar ist die helle Seite hier kaputt. Und ja, ich hatte es reklamiert, habe ein bisschen Rabatt bekommen und ja. Die dunkle Farbe heißt Kiss Me und die helle heißt Touch Me. Bisher habe ich ihn noch nicht verwendet, gebe ich zu. Aber ja, wird sich hoffentlich bald mal ändern. Und so sehen die beiden Farben aus. Touch Me ist sehr, sehr hell. Den könnte man bestimmt auch irgendwie so als Topper verwenden. Und ja, Kiss Me ist ein Alltagsrosa mit ein bisschen mehr Pink und wunderschön. Beide sind matt und ich freue mich schon, wenn ich sie endlich mal verwende. Ja, das waren jetzt alle meine Blushes. Sind viele für eine Person, wenn man bedenkt, wie lange man an einem Blush arbeitet. Aber ich dachte, ich hätte mehr. Das ist aber auch gut zu wissen, dass es nicht ganz so viel ist. Wobei ich habe auch die vor ein paar Wochen oder so mal aussortiert so ein bisschen. Und wir haben alle ein bisschen zu viel Make-up. Meistens. Die meisten von uns. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal einschaltest. Dann gibt es meine Monolidschatten. Und ja, wenn dir diese Serie gefallen hat und du die weiteren Teile nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch kostenlos meinen Kanal und aktiviere das Glöckchen, damit du eine Benachrichtigung bekommst, wenn YouTube das dann macht. Und ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann. Tschüss.